Was macht der Narzisst, wenn er die Kontrolle verliert? Willkommen zum heutigen Thema, Ladies and Gentlemen. Ich bin Coach Tobias Forst, Gründer von Achilles Life Coaching, jahrzehntelanger Empfänger von narzisstischem Missbrauch, aus dem ich mich selbst befreit habe. Und ich helfe dir gerne dabei, deine konkreten Situationen zu lösen. Was macht also der Narzisst oder die Narzisstin, wenn sie in Themenbereichen oder über Menschen, was ihnen extrem wichtig ist, die Kontrolle verlieren? Wir sprechen hier nicht von Kleinigkeiten, dass der Narzisst oder die Narzisstin dich kontaktiert hat und du hast an diesem Wunschtag, zu dieser Wunschzeit eben keine Zeit, sondern wir reden von wesentlich Grundsätzlicherem. Zum Beispiel, der Partner oder die Partnerin des Narzissten, der Narzisstin reicht die Scheidung ein. Ein großes finanzielles Investment geht in die Binsen, das Geld ist weg. Ein zentraler Geschäftspartner, zentraler Investor, zentraler Kunde bricht weg oder die Firma des Narzissten geht bankrott, wird zahlungsunfähig. Der Narzisst wird von seinem Job freigestellt, wird entlassen oder es ergeht auch ein rechtskräftiges Urteil zu Ungunsten des Narzissten. Was macht er dann? Stellt euch bildlich Folgendes vor. Ihr habt einen Oktopus vor euch mit 8 Armen und 2 dieser Arme werden nun abgehackt. Die anderen 6 Arme werden nun mit allem und jedem, womit sie verbunden sind, wesentlich stärker zupacken, um hier an Nahrungsquelle, an Bestätigung, narzisstische Bestätigung, Narcissistic Supply zu kommen. Denn er wurde gerade fundamental oder sie wurde gerade fundamental in genau dieser Kapazität eingeschränkt. Ich entschuldige mich an der Stelle bei allen zukünftigen Cephalopoden, die in der Lage sind, dieses Video zu verstehen. Ich möchte euch nicht unterstellen, dass ihr Narzissten seid, aber mit euren 8 Armen macht ihr das Beispiel eben bildhaft relativ einfach. Deswegen sorry und danke gleichermaßen. Warum machen Narzissten nun das, dass sie den metaphorischen Druck auf andere erhöhen? Dieser hat zweierlei Gestalt, was ich gleich im Anschluss klären werde. Eine fundamentale Quelle von narzisstischer Bestätigung, das Geld, das winkt aufgrund des Investments, zu dem es nicht kam, die Partnerschaft, die noch lange halten sollte, jetzt ist die Scheidung da. Ein fundamentaler Quell von narzisstischer Bestätigung ist nun weggebrochen. Das ist gleichermaßen für dich oder mich so, als würde man uns die Luft zum Atmen nehmen. Wir brauchen jetzt Sauerstoff. Respektive braucht der Narzisst oder die Narzisstin einen wesentlichen Zugewinn an narzisstischer Bestätigung für das, was gerade eben wegbrach. Dabei ist zu bedenken, dass der Kontrollverlust über eine bestimmte Situation oder über bestimmte Menschen nicht die Entscheidung des Narzissten war. Es wurde ihm als Fakt oder ihr aufgedrückt. Und diese 6 Arme, die jetzt mehr zupacken, diese Situation, der Auslöser dafür, muss nicht einmal mit dir zu tun haben. Es muss sich nicht in deiner Person um den Partner oder die Partnerin handeln, der oder die Scheidung eingereicht hat. Das gescheiterte Investment muss nicht an dir liegen. Es muss nicht sein, dass du gerade der Kunde, der Investor, der Geschäftspartner warst, der den Narzissten verlassen hat. Du musst auch nicht der Personaler oder der Firmenchef sein, der den Narzissten und die Narzisstin entlassen hat. Aber die Wirkung wirst du spüren und mir ist wichtig, dass ihr hier, Ladies and Gentlemen, versteht, womit ihr zu rechnen habt, damit ihr im Anschluss adäquat handeln könnt und eure Barrieren entsprechend setzen könnt. Wie sieht nun dieses bildhaft gesprochene, verstärkte Zupacken dieser verbleibenden 6 Arme denn nun aus? Zweierlei Gestalt, wie schon angedeutet, zum einen durch einen extremen Zuwachs an Lovebombing dir gegenüber oder einer extremen Steigerung der Devaluation dir gegenüber. Tendenziell geschieht Lovebombing über diese 6 Arme seltener als die Devaluation. Aus dem einfachen Grund, der Narzisst, die Narzisstin
Sie haben sehr viel Energie verloren. Lovebombing kostet den Narzissten Energie. Das heißt, es ist zwar möglich, dass du auf einmal der neue Lieblingsmensch bist. Das hat aber lediglich dann den Hintergrund, um dich weich zu machen, deine Barrieren zu senken, um deine Schwächen ausfindig zu machen, die dann zum Druckmittel gegen dich gemacht werden, um dich letztlich auf das wesentlich häufiger auftretende Devaluieren, das Invalidieren, das Gaslighting hinzubewegen. Das bedeutet, ein Narzisst, eine Narzisstin hat soeben einen extrem herben Schlag, die zwei abgeschlagenen Arme, erlebt, was zu einem drastischen Senken des ohnehin schon kaum vorhandenen Selbstwertgefühls bei Narzissten führt. Deswegen ist für einen Narzissten im Anschluss die Devaluation von dir so wichtig, denn wenn du dich schlechter fühlst, dann kann sich der Narzisst oder die Narzisstin wieder ein bisschen besser fühlen. Deswegen seid auf der Hut bei den Narzissten und Narzisstinnen in eurem Umfeld, denn sobald für die Narzissten sehr fundamental schädliche Dinge für das eigene Image geschehen, wie kann er oder sie sich nur von ihm oder ihr trennen? Und die anderen Beispiele, die vorher genannt wurden. Wird es eine Welle schlagen auf alle möglichen Leute in seinem oder ihrem Sozialkreis. Und wenn du zu diesem gehörst, wirst du entweder Lovebombing oder eben Devaluationsversuche erleben. Sei also auf der Hut, Augen auf, Ohren gespitzt und sei dein eigener Held, sei deine eigene Heldin. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.